Da sind wir wieder. Wir müssen uns echt mal bald einen neuen Spruch einfallen. Warum? Weiß ich auch nicht. Das hört sich immer gleich an. Das ist ja so gewollt. Ja, ich weiß. Man sagt ja so, das ist unser Markenzeichen. Das heißt, wir sind Schauspieler. Ja, ja. Totale Schausteller sind wir. Schausteller. Aber wie viel, Matheaufgabe, wie viel sind 33 plus 30? Fällt mir gerade ein. 33 plus 30, 63. Ja, so viel Grad Celsius sind hier gerade. Ja, plus 33, plus 33, plus 33. Plus 33, plus 30 von der Feuertonne, die hier ankommen, sind 63 Grad. Ah, okay, das war ernst gemeint. Ja. Gefühlt ist auch so, oder? Ist auch definitiv. Wir haben gerade schon gesagt, ne? Man kann es dem Deutschen aber auch nicht recht machen, der ist immer nur am Meckern. Ja. Es ist zu kalt, es ist zu warm, es ist zu trocken, es ist zu nass, es ist zu windig. Ja, und wieso ist kein Wind? Dann wird es ein bisschen angenehm sein. Und so geht es immer zu weiter. Ja. Das ist so. Beim letzten Mal, ne? Warum? Regen, es wird Regen. Ja. So, dann regnet es ohne Ende und ja, was soll denn das jetzt schon wieder? Ja, das Quatsch, ne? Aber das ist der Deutsche, der kann das sehr, sehr gut meckern, kann er auf ganz hohem Niveau. Auch wie schlecht es ihm geht. Gottes Willen. Den Deutschen geht es ja so schlecht. Geht's nicht. Natürlich geht es den Deutschen nicht schlecht, aber sie tun so. Weil sie so, ja. Woran liegt's denn? Ich weiß es nicht. Nie zufrieden. Wie geht's dir denn? Mir geht es gut. Wie geht es dir? Komisch, ne? Wie schnell du das Blatt wenden willst hier. Weil ich wollte nämlich, ich habe festgestellt, immer fragst du mich. Ja. Wie geht es dir denn? Jetzt wollte ich, nee, hast du nein, pass auf, ich erzähle dir, wie es mir geht. Mir ist sehr, sehr warm. Ich fühle mich ein bisschen gestresst von der Arbeit, weil wir wieder Release haben. Das ist so, wir kommen viermal im Jahr raus mit der Software. Mhm. Und die letzten Wochen sind, da staut sich logischerweise die ganze Arbeit, da kommen die Fehler und so weiter. Und ja, das ist das. Das ist aber auch alles. Ansonsten ist das Leben schön. Außer die Wespen, die mir ganz toll auf den Keks gehen. Wespen oder Bienen? Wespen tatsächlich. Die Bienen gehen mir nicht auf den Keks. Die Bienen sind harmlos. Ich habe aber trotzdem, das hat ja so einen Störfaktor, ne? Wir haben festgestellt, wir haben jetzt zweimal gegrillt bei mir auf der Terrasse. Und komischerweise immer dann, wenn mein Uwe seinen Eistee auspackt, sind sofort drei Bienen, würde ich sagen. Ja, sind das wirklich Bienen? Ja, ich denke schon. So diese kleinere, ne? Wespen sind doch etwas dicker, oder? Nee, Bienen und Wespen sind gleich groß. Und die Bienen sind dunkelbraun. Und die Wespen sind dieses gelb-schwarz gestreifte. Gelb-schwarz gestreift, ja? Das sind Wespen. Sind sie. Das sind Wespen sogar? Das sind Wespen, ja, ja. Okay, wer ist gefährlicher? Gefährlich sind sie beide nicht eigentlich. Ja. Die Wespen sind nur deutlich neugieriger. Und dadurch nerven sie, wenn du isst oder sowas oder grillst. Ja, ja, genau. Und dann fängt man eben an zu pusten oder zu wedeln mit den Händen. Und das macht sie dann aggressiv. Das würden Bienen auch so machen, nur Bienen sind nicht ganz so neugierig. Und es gibt nicht mehr so viele Bienen auf der Welt. Die sterben ja aus. Ist wie mit Deutschen. Die sterben auch aus. Sind aggressiv. Ach so. Aber Wespen deswegen habe ich über Wespenfallen aufgehängt, sind lästig eben. Ne? Wie sehen Wespenfallen aus? Ja, mit viel Honig? Was ist da drin? Eine Mixtur aus Weißwein, Weißbier oder Bier, bisschen Zucker und tatsächlich einen Schuss Essig. Und der Essig macht das Ganze dann sehr, sehr aromatisch. Das riecht man von, also die Viecher riechen das von Kilometern Entfernung. Oder zumindest die in der Nähe sind, die klettern da rein und kommen nicht wieder raus. Das ist relativ brutal, aber was willst du machen? Ist doch egal. Also ist, ja. Zumindest das Leben ist auch hart. Ja, ja, natürlich. Und endet tödlich. Natürlich. Ne? Wie war das? Wer früher stirbt, ist länger tot. Genau. Nein, aber es war wirklich so, ne? Wir haben dann halt draußen gegrillt und anderen. Immer wenn er dazugekommen ist mit seinem scheiß Eistee, ich sag jetzt scheiß Eistee, weil es ist ja eigentlich wirklich pures Zucker. Ja, aber er hat sich gewundert, wenn drei so eine Wespen dann ja quasi gekommen sind. Und ist er reingegangen, waren wir wieder wespenfrei. Ja. Und dann kam er wieder raus und warum habt ihr keine? Weißt du, das liegt an dir. Nicht am Eistee. Nee, natürlich nicht. Wenn du jedenfalls aus Versehen eine Wespe im Auto hast und du fährst zurück in deine Heimat, nach Mecklenburg-Vorpommern, Mecklenburg, dann wird es automatisch an der Grenze eine Ospe. Nein. Ja. Mit das Pass? Mit Pass, mit Visum, mit Stempel, allem drum und dran. Krass, ne? Aber die verändert die Farben nicht? Nein, nein. Nein, nein. Okay, ich hab schon. Wird ja sein können. Ich glaube, ich habe sie nie gefragt. Wir haben das Feuer heute auch ein bisschen kleiner gehalten, ne? Alter, eine Wepse. Eine Wepse? Ja, hilft doch nicht, das Ding. Du riechst zu gut.
Du ja, riechst ich so sowieso. Ja. Wir haben das Feuer kleiner gehalten. So sieht es aus, weil es 63 Grad. Ja, und es knackt trotzdem schön. Manchmal ist es mein Knochen, manchmal ist es eine Tonne. Aber schön, dass du mich fragst, wie es mir geht. Das wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich... Ne? Weil du gerade das Bier weggestellt hast, dachte ich, dir geht's nicht so gut. Nee, dann geht's mir wirklich nicht gut. Mhm. Wenn ich das Bier wegstelle, ist vorbei. Vorbei, ja. Erzähl, wie geht's dir? Ja, mir geht's jetzt wieder gut. Weißt du warum? Ich habe eigentlich Urlaub. Ja. Und das Wort eigentlich heißt ja immer, irgendwas ist da. Okay, und uneigentlich? Und uneigentlich geht's mir heute gut. Ah, gut. Ja, aber eigentlich... Nein, ich habe in der Tat... ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber gequatscht haben. Ich habe ja Urlaub. Ja. Und das nach kurzer Zeit, wo ich ja eigentlich auch 4 Monate zu Hause war. Stimmt, wegen diversen Diversitäten. Genau, so, nun habe ich mich eigentlich darauf gefreut, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen und allem drum und dran und so fort. Und jetzt, ja, komm, dir geht es doch nur ums Geld, das scheiße Arbeiten ist. Weißt du was? Worauf ich jetzt mein Onkel hat immer gesagt, mit Arbeit kannst du dir das ganze Leben versauen. Und ja, da hat er das recht. Das weiß ich ja auch. Worauf ich hinaus will, ist ja einfach nur, jetzt bin ich beim Arbeitgeber gewesen. Arschloch. Dein Arbeitgeber ist kein Arschloch. Ich würde das nicht so ins Mikro pusten. Okay. Na, der hört das sowieso nicht. Sag nicht. Vielleicht 2025? Aber okay. Dann sind wir schon bei Folge 130. Ich dachte, da bist du schon in Rente oder so. Das kann, nee, bei Nee, das schaffen wir. Das schaffe ich nicht. Das schaffst nee. Nicht. Es sei denn, ich gewinne im Lotto und dann gehe ich in Rente. Ja. Nein. Spielst du Lotto? Nein. Also kannst du das komplett vergessen, das Ding. Ja. Nein, aber bis dahin haben wir mit dem Podcast 1 Million verdient. Ja, ja. Und wenn wir das durch, 70%, du 30, das reicht doch aus. Ich habe eher gedacht 90, 10. Dass du 90 kriegst und nicht 10, weil 10 ist eine schöne Zahl. Ich habe gar nicht gedacht. Ich habe einfach spontan gesagt, aber das ist okay, 90-10 mache ich mit. Ich weiß dann nur nicht, wohin mit dem Geld. Das ist das Problem. Das ist auch, dann verbrennen wir das in der Feuertonne. Stimmt. Ich habe jedes Mal zu wenig Papier. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. So. Weißt du, ich kann ja auch dadurch Millionär werden. Es muss doch eigentlich nur mehr als 1 Million für dich rausspringen. Richtig. Stell dir mal vor, mit meinen 10%... Hast du eine Vorstellung? Verdammt. Gut. Stell dir mal vor. Nein! Denk dir mal. Ich habe 1 Million mit meinen 10%. Was hast du denn dann? Das stimmt. Das so, ist richtig. Und das können wir in die Folter tun. Ja, das stimmt. Jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Ja, jetzt. Meine Güte. Ey, Gott, wir viele sagen schon wieder. Ja, viele denken schon wieder. Alter. Ja, kommt doch mal und zurück. Und haben Angst, dass ich den Punkt ja eigentlich nicht finde wieder. Ne? Den so. Punkt. Der ist weg. Nein. Ich wollte ja gar keinen Urlaub. Weil, wie gesagt, ausgeruht und allem drum und dran. Und das Einzige, wo ich gesagt habe von wegen, ja, es ist okay, dass halt noch Ferien sind und mein Sohn ja bei mir ist. Und ich gesagt, pass auf, wie sieht's denn aus? Ich habe 2 Wochen Erholungsurlaub. Kann ich diese Woche mit meinem Sohn machen und kann ich dann nicht eventuell schon wieder arbeiten kommen? Weil ich bin ausgeruht. Das ist alles erledigt, alles gemacht und ich war jetzt 4 Monate zu Hause. Ich hab mich schon genug gelangweilt. Ja. Ne? Nein, Erholungsurlaub muss gemacht werden und sie haben, verstehe ich die ja auch, ne? Die haben ja auch eine Statistik, Jahresurlaub muss abgebaut werden, du darfst ja nicht so viel mit ins nächste Jahr nehmen und so weiter. Musst du das auch bis Ende März abgetüdelt haben? Ja, es braucht auch eigentlich schon, wenn du jetzt natürlich dann April, Mai dann noch sagst, ach, das geht. Da sind sie schon sehr kulant. Ja, da sind sie knallhart. Die streichen das weg und dann ist gut. Das ist verfallen. Also ja, ist okay. Weg. Bei uns ist das wirklich flexibel. Ja. Aber sie sagen halt zu mir in dem Fall, nimm die 2 Wochen mal. Wo ich dann selber sage, Alter, ich brauche das nicht. Ja. Ich muss das nicht haben. Ne? Und deswegen muss ich sagen, habe ich jetzt auch da gesessen und wusste nichts mit mir anzufangen. Ne? Kennst du das, wenn du 4 Monate zu Hause bist und es ist alles erledigt? Mhm. Alles, was du so machen konntest, hast du gemacht und du lebst von Krankengeld und du kannst auch nicht sehr viel machen, finanziell. Und jetzt plötzlich gehst du einen knappen Monat jetzt arbeiten und sitzt dann, Alter, hört man das vielleicht? Also, das kann sein. Wir gucken gerade in den Himmel, weil da irgendein Propeller ist. Das ist kein Helikopter, oder? Das ist hier so ein
Tretmoped mit Fallschirm? Genau, in der Luft. Vielleicht ist es auch eine große Wepse. Nee, guck mal, das ist ein Eindecker. Ja, ja, ist egal. Der deckt sich ein. Vielleicht hört man das gar nicht. Ja, wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall habe ich festgestellt, du sitzt zu Hause mit deinem Sohn. Und jetzt kommen wir wieder auf dieses Thema Sohn. Kind, Pubertät. Die Kinder sitzen, gerade bei diesem Wetter auch, nur und spielen GTA, Fortnite, tralala. Jetzt sitzt du da und weißt nichts mit deiner Zeit anzufangen, weil es ist doch alles erledigt. Und das hat mich heute, also bis heute. Und warum nur bis heute, erzähle ich natürlich auch gern. Aber fast schon, es hat mich unzufrieden. Ich hatte Stress. Ich hatte echt Stress mit mir. Du hattest Stress, weil du nichts zu tun hattest. Ja, ich sitze total gelangweilt zu Hause und dann wirst du auch unzufrieden. Du wirst, kennst du das? Nein, ich war noch nicht so lange zu Hause. Also ich war ja mal vor ein paar Jahren wegen irgendwas ein paar Wochen zu Hause. Ich glaube anderthalb Monate waren es. Und da habe ich das natürlich genossen. Das war wie Urlaub, ne? Ich habe viel gedaddelt und viel draußen gemacht. Auch das machst du auch. So, aber worauf ich hinaus will, ist der Effekt, den, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt ja das Burnout-Syndrom. Hm. Das Burnout-Syndrom ist ja immer stressbedingt. Ne, meistens jedenfalls. Du bist total fertig und überfordert. Physisch krank. Meistens kriegst du echt eine Kur und was weiß ich alles. Also es muss ja ganz schlimme Sachen und es gibt ja auch unterschiedliche Formen davon. Am Ende kann das sogar bis zum Herzinfarkt gehen, was weiß ich. Will ich gar nicht drüber reden. Der Gegenteil ist das Bore-Out-Syndrom. Ist ja Englisch, heißt sich langweilen. Hm. Und eigentlich hast du dieses Bore-Out-Syndrom auf Arbeit, wenn du auf Arbeit nichts zu tun hast. Da gibt es genug, ich sag dir, wenn du bei einem Laden arbeitest wie ich, da gibt es genug, die drehen Däumchen den ganzen Tag. Ja. Und da gibt es bestimmt einige davon, die haben schon Bore-Out, das heißt, die stresst das, nichts zu tun zu haben. Heißt das richtig Bore? Bore, ja. B-O-R. Okay. B-O-R oder B-O-R-E, ich weiß gar nicht genau, wie es geschrieben wird. Also nicht wie der Bohrer, sondern Bore. Also bist du gestresst vom Gelangweiltsein. Mhm. Und das ist genauso gefährlich. Es gibt es natürlich nicht so häufig, weil die meisten sind einfach andersrum gestresst. Aber ja. Ja, ich hab bloß und ich weiß nicht, ob es das gleiche ist. Das, darauf wollte ich hinaus. Nein, also Burnout, keine Ahnung. Darüber können wir dann auch nochmal ein andermal quatschen, weil das hatte ich. Also auch schon etwas länger. Das hattest du. Ja, das hatte ich wirklich. Aber warum, wieso, weshalb? Wie gesagt, ein anderes Thema. Das würde jetzt auch den Rahmen sprengen zeitlich, weil dann gibt ja auch immer unterschiedliche Gründe, ne? Was das Burnout natürlich hervorruft. Oder ganz viele, die zusammenwirken. Und bei mir war es einfach nur so dieses, du sitzt jetzt schon wieder zu Hause und das hat dich unzufrieden gemacht. Und das meine ich ja, du hast ja Stress, hast du ja kopftechnisch und es gibt ja diesen körperlichen Stress ja auch. Ja. Ne? So, bei mir war es dieses kopftechnische, wo du sagst von wegen, Alter, eigentlich ist das total, was willst du jetzt hier? Quatsch eigentlich, ne? Ist eigentlich totaler Quatsch. Aber und die Frage ist aber, wie löst du das? Wie löst du das? Und ich war froh, und jetzt komme ich auf diesen Punkt, der wahrscheinlich das auch alles wieder auflöst. Heute war meine Uschi da, und wir haben Tagesausflug gemacht, wir sind nach Kappeln gefahren, wer das nicht kennt, ist oben an der Ostsee. Ich habe immer ein Problem mit Nordsee und Ostsee. Ne? Westdeutsche Ostsee. Ja, ist im Westen. Gut. Ja, genau. Und ganz kurz, du kannst mir entschuldigen. Was tun die Einwohner von Kappeln am liebsten? Sag jetzt nicht Kappeln. Alter. Ach, zumindest kriege ich es noch mit, ne? Nein, aber, und das war heute wieder so eine Sache, wo es hieß, und da bin ich meiner Uschi ganz dankbar, so von wegen, lass uns jetzt los, einfach raus und tschüss. Und ich bin heute Abend wiedergekommen und finde, ein ganz anderer Mensch, ich habe wieder eine ganz andere Motivation. Ja, krass, ne? Und es ist ein einfacher Tagesausflug. Ja. Ihr werdet sicherlich schöne Sachen... Aus dem Nichts. Ja, genau. Aus dem Nichts. Und es ist cool. Nichts Besonderes. Ja. Du bist einfach mal so tiefenentspannt. Und ich sage, jetzt geht's mir gut. Und soll ich dir was sagen? Ich habe ja ein oder zwei Bilder von deiner Uschi gesehen im Status. Und da war auch dein Uwe zu sehen. Und der sah genau gegenteilig aus. Der sah so aus, können wir wieder zurück, ich will Fortnite spielen. Es ist so komisch. Sah das aus. Es ist komisch.
Es ging die ganzen 6-7 Stunden, die wir da waren, ging es darum, ne? Ja. Dem hat es gar nicht gepasst. Ja. Dem hat es wirklich, also ich weiß nicht, klar, er wird jetzt 14. Der sieht das ja. Also ich merke, ich weiß ja auch, ich weiß, was er meint. Hm. Wir waren alle mal in dem Alter. Und wenn die Alten ans Wasser fahren und einfach mal so am Strand lang laufen. Ja, wir ne? sehen ja ganz andere Sachen. Und sich freuen, Fischbrötchen essen und sich einfach mal hinsetzen und die Leute beobachten in der City und so weiter und so fort. Da sitzt du als 14-Jähriger, sitzt du dann da und sagst dir, Alter, was soll ich hier? Was soll ich hier? Und so weiter und so fort. So, dazu kam auch noch, dass er ja eigentlich ganz andere Sachen vorhatte, wo ich dann auch der Meinung war, oder beziehungsweise zu ihm auch gesagt habe, du hast jetzt 14 Tage Zeit gehabt, das auch zu machen. Hm. Und jetzt plötzlich kollabiert das so mit den Terminen. Du hast genau an dem Tag, wo ich, und ich sag, nee, jetzt komm, jetzt machen wir das einfach mal. Ja. Das kann ja auch nicht sein, dass die immer nur vor der Glotze hängen, wo das Wetter schön ist und naja, Kinder. Ich hasse Kinder. Ich hasse auch Kinder. Ah, schön. Ja. Also da sind wir uns wenigstens einig. Wenn auch sonst nicht so, aber da finde ich gut. Ich habe vorhin auch mit ihm gequatscht und habe auch gesagt, von wegen, ich weiß gar nicht, im Endeffekt fand es dann doch wieder gut, ne, mal rauszukommen, und er profitiert ja doch. Du weißt doch, wie Kinder sind. Erst meckern sie, dann ziehst du sie mit den ganzen Tag an. Zieh eine Fluppe ohne Ende? Eine Fresse. Bis zum geht nicht mehr, stauben 2, 3, 4, 5, 6 Sachen ab, und am Abend, wenn du wieder zurück bist, na, so schlecht war es nicht. Aber du als Erwachsener stehst dann und sagst, warum machst du denn den ganzen Tag über so einen Stress? Soll ich dir mal das Gefühl, also was ich damals hatte, das weiß ich noch ganz genau in dem Alter, da war ja auch schon C64 daddeln, das ist ja, ne? Und dieses, ich muss da mit, ich will jetzt aber zocken. So, ich muss da mit, also muss ich da mit. Und jetzt lasse ich die das mal richtig spüren. Und zieh eine Fresse, Fluppe, was auch immer. Und wie du schon sagst, und am Ende, du kommst nach Hause und freust dich die ganze Zeit darauf, wieder nach Hause zu kommen. Dann bist du zu Hause, kannst endlich wieder zocken und siehst aber im Nachhinein dann das Gute. Dass du nichts verpasst hast. Genau. Vor allen Dingen, das kommt ja dazu. Das geht mir ja heute noch so. Ja. Ne, ich, wie gesagt, Twitch ja auch und stream ja auch. Du hast jedes Mal beim Podcast das Gefühl, dass du was verpasst. Deswegen bist du so schnell fertig immer, ne? Ja. Ja, ich finde es. Ich habe auch deswegen eine halbe Stunde nur gestellt heute. Ja, ist okay. Den Timer. So, dann. Kannst du dich nach Hause fahren. Prost. Olli war noch nicht hier. Stimmt. Nee. Ist aber in der Tat so. Das geht mir ja selbst als Erwachsener so, dass du da sitzt und von wegen, Mensch, das Kinder, du streamst und du machst und du tust und du müsstest hier und tralala, dann hast du nicht gesehen. Und im Endeffekt merkst du aber, du hast eigentlich gar nichts verpasst. Nein, natürlich so, nicht. Aber als Erwachsener denkst du dann natürlich drüber. Jetzt anders. Ja, das ist aber nicht nur mit dem Daddeln oder Streamen so, das ist mit allem so. Wenn du zu Hause eine Baustelle hast, irgendwas, ein Projekt, und du musst es abbrechen, weil du irgendetwas unternehmen möchtest, musst, was auch immer, dann ärgert dich das ganz genauso. So. Und du denkst auch die ganze Zeit darüber nach, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann mache ich das noch weiter und das. Und das darf ich nicht vergessen. Das heißt, du denkst immer zu, du hast sowieso die Gedanken die ganze Zeit daran. Und kommst du nach Hause, geht das Flux von der Hand, und vom Prinzip her war es gar nicht schlimm, dass du jetzt mal Pause gemacht hast. Vielleicht so gut so. Ne? Ja. Das ist genau das. Das ist ja das, was mein Uwe immer sagt, der jetzt 2 Wochen mit uns in Frankreich war, der echt seinen PC ja auch vermisst hat. Und der hat auch gesagt, klar, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich freue mich tierisch auf zu Hause, wieder das Zocken, aber genieße trotzdem, gut, der ist 2 Jahre älter, genieße trotzdem die Zeit jetzt in Frankreich. Weil ich weiß, wenn ich zu Hause bin, dann kommt das ganz, ganz wenn lange Zeit. Wenn du diese Erkenntnis hast, dann hast du ja alles richtig gemacht. Genau. Dann ist es ja auch in Ordnung. Aber da merkst du, in dem Alter merkst du jeden Monat, wie das Klick macht im Kopf von den Kindern. Das ist das nämlich. Aber deiner ist ja auch ein Jahr älter als meiner. Ja, 2 sogar. Genau. 16. So. Und ich habe ja stellenweise festgestellt, dass er heute auch das so schon genossen hat. Ja. Aber im Moment ist er so ein, ich hoffe, der hört das nie, aber so ein Mimöschen. Hm. Der spielt aktiv Fußball, ist Sportler hoch 10. Aber wenn du mit ihm 5 Meter durch die Stadt läufst oder 20 Meter durch die Stadt läufst, tut ihm alles weh. Und gut, man tut dazu immer beitragen,
die Eltern so weit zu nörgeln, in der Hoffnung, wir fahren nach Hause und brechen ab. Das meine ich damit. Ne? Das ist es. So. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Durch diesen Stress, den man sich ja teilweise selber aufbaut, habe ich mir natürlich auch schon mal irgendwann gedacht, von wegen, manches Kinder, Stress hast du ja auf Arbeit zum Beispiel. Also gar nicht mal privat, sondern auch auf Arbeit. Also du meinst richtigen Stress, nicht Stress durch Langeweile. Nein, Kopf. Wirklich Stress. Körperlichen Stress, psychischen Stress, keine Ahnung. Ich habe mir, ja genau, es soll... Erzähl weiter, ich höre dir zu. Es gab gerade das Zeichen zur... Ich will ja, du zeigst zur Feuertonne, das muss ich doch... ich muss doch erklären, weil ich jetzt gerade so eine Denkpause drin hatte. Genau. Stress auf Arbeit. Stress allgemein hat mich dazu bewegt, einfach mal darüber nachzudenken, wie ist das eigentlich, wenn du nachher älter wirst? Wir sind ja nun wirklich nicht mehr 15. Und auch nicht mehr 20. Und ich werde jetzt nicht in 5er Schritten weitermachen. Warum nicht? Du bist relativ schnell am Ende, weil ich bin 30. Ah. Okay. Ja, da guckst du, ne? Du siehst aus wie 27. Ach, ja. Das ist jetzt werde ich rot. Ehrlich? Nee, aber nein, ja, wir haben nicht mehr so lange. Also wir haben definitiv die Hälfte schon überschritten. Und ich habe mir überlegt, wann lässt man Stress noch zu in Bezug auf Rente zum Beispiel? Rente ist ja so dieses scheidende Ding, wo man sagt, ich komme zur Ruhe. Ich bürde mich keinem Stress mehr auf. Ich kümmere mich um mich selbst, um mein Hab und Gut, um mein Haus und Hof, um Wohnung, um keine Ahnung und so weiter und so fort. Ja. Hast du da einen Plan? Nee, habe ich mir noch keine. Doch, manchmal schwebt mir das vor. Wenn man jetzt zurückrechnet, ich sag mal, gehen wir mal vom positiven Fall aus, dass wir möglicherweise Altersteilzeit gehen oder sowas. Wir hätten noch 20 Jahre zu arbeiten jetzt. Ne? Sagen wir mal. Mittlerweile ist doch Rente bis 65? Bis 67 eigentlich. Bis 67. Ja, ja, bis genau. Wir soweit sind, meinst du, das steigt? Ja, mein Arbeitskollege, meine Arbeitskollegin, die nicht mehr bei uns ist in unserer Firma, hat immer gesagt. Ist in Rente. Naja, inzwischen, also fast, die ist auf jeden Fall älter. Und die hat gesagt, wir haben, was die Rente angeht und das Renteneintrittsalter, eine konstant laufende Restlaufzeit. Was sie damit meint, ist, mit jedem Jahr, wenn wir älter werden, steigt das Rentenalter. Immer um ein Jahr, so gefühlt. Die setzen es ja ständig hoch. Ist das ein Rentenloch? Das ist ein Rentenloch. Da sprichst du das richtig. Nee, aber ich glaube wirklich, wenn wir mittlerweile, es sind ja immer noch 20 Jahre. Ja, ich denke trotzdem manchmal drüber nach, weil ich das natürlich auch meine Eltern sehe und was die mit ihrer Rente oder mit ihrer Rentenzeit anfangen, was die machen. So. Und wenn man, sage ich mal, Stress auf Arbeit hat, denkt man schon darüber nach. So, ich glaube, ich würde es mir würde das definitiv nicht langweilig werden. Das Problem ist, mir wäre es zu früh. Also ich will mit 65 jetzt oder 67? Nein, jetzt in Rente zu gehen. Du bist 27. Da geht man noch nicht in Rente. Mein Gott, wir verdienen doch bald Millionen mit unserem Podcast. Dazu müssten wir dann aber auf YouTube gehen. Was wir. War das gerade Werbung für uns selbst? Nein, weil dann. Unter was finden wir uns denn überhaupt? Unter Garagenbier? Wird das so geschrieben? Habe ich tatsächlich, um mal ganz kurz abzuschweifen, habe ich... Haben wir heute noch nicht aufgemacht. Nee. Aber den Namen an sich für Direktgaragenbier kann man erst ändern, wenn man über 100 Abonnenten hat. Sprich, wir haben eine scheiß URL. Du darfst den erst auf www, ich sag jetzt mal garagenbier.de oder sowas, kannst du den erst ändern, wenn du über 100 Abonnenten hast. Aha, okay. Jetzt hast du URL, HTTP, 25.500. Ja, aber man hat ja trotzdem einen Namen, oder nicht? Du kannst Garagenbier ja eingeben auf YouTube und du findest unsere Folgen. Ja. So, und ich muss ja erstmal was hochladen, damit man uns dann auch findet. Hast du den USB-Stick mit zum... Damit für die? Nee, hast du... Gut, nächstes Thema. Der liegt zu Hause warm und trocken. Ja, finde ich gut. Besser als nass und feucht in deiner Hose. Ja. Aber du wolltest ja auch einen holen. Wo ist denn der? So, um mal wieder vom Thema jetzt abzukommen, Garagenbier, wer tut sich sowas an?
Ich mach mir erstmal ein Bier was, auf. Ja, und dann das. Kommen wir gleich wieder zurück. Das ist okay. Ich mach mal auch mein Bier auf. Wo ist mein Bier eigentlich? Ach, da vorne. Ja. So. Guck mal. Alter, wie warm das? Trotz Wasser? Und Kühlschrank vorher ist, ne? Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, lass es bloß nicht fallen. Das ist der Wahnsinn! Diese Etiketten sind echt so... So, und alle kotzen wieder ab jetzt gerade. Wieso? Na, weil wir vom Thema total abgewichen sind. Stimmt, ich weiß gar nicht. Ne? Nein, wir waren bei der Rente, genau. Bei der Rente und... Ja, aber jetzt mal ohne Quatsch. Jetzt sagst du... Du denkst jetzt natürlich momentan... Ich denke überhaupt nicht, ich kann gar nicht denken. Ja, ist okay. Du triffst nicht mal die Feuertonne beim Papier reinwerfen. Ich denke, okay. Ich denke und ich denke. Also gehen wir mal theoretisch davon weißt aus. Weißt du eigentlich, könnte, entschuldige bitte, wenn ich dir wieder... Jetzt, wenn nein, ich entschuldige es heute. Doch. Ja? Ich bin auf Twitch, ja momentan in so einer... Jetzt macht er schon wieder Werbung. Nein, aber ich bin so in der Community. Und da ach, kannst du das Wort nochmal sagen? Community. Community. Ich frag dich nachher mal nach dem Carbolineum. Ja, nee. Wir trinken noch 5 Bier und sag ich, komm. So, jetzt nochmal. Ja. Bin ich, ne? Und da ist ein Schweizer bei. Ah, Schweizer. Ah, Schweizer. Und der hat zu mir gesagt, Daniel, tu mir einen Gefallen. Ahme nicht Arnold Schwarzenegger nach oder mach auf Bayerisch oder mach irgendetwas. Das können die Deutschen nicht. Weil ich immer, wenn immer so, ja, ich denk und dann mach ich hier und dann hier und ich immer und ich denk und ich denk und ich so, du machst wieder Schwarzenegger nach, ne? Und ich so, ja, lass es. Das hört sich so bekloppt an. Oder ich fange dann an Bayerisch zu reden und mach dann das und dann sagt er, das kannst du auch knicken. Das könnt ihr Deutschen nicht. Halt die Fresse einfach, sagt er. Red. Ich mag den Dialekt ja. Der Österreicher oder der Schweizer. Wenn die Deutsch, Hochdeutsch versuchen zu reden. Ja. Jetzt versuche ich das schon wieder gerade irgendwie. Ne? Nee, ja, du siehst, wie es in meinem Kopf aber raucht. Aber die kotzen so ab, wenn wir versuchen, denen nachzumachen. Ich, also ne? ich würde dir das abkaufen. Ja, nee, das mögen die gar nicht. Ich will nicht sagen, dass die aggressiv werden, aber die mögen es einfach nicht. Ne? Okay. So, jetzt ja, nochmal wieder zurück auf das Thema Rentenloch. Rentenloch. Genau. Ja, kennst du eigentlich die Werbung, den Hintergrund wegen dem Rentenloch? Nein. Die Werbung ist doch, das war eine Radiowerbung. Und da geht es eigentlich darum, dass die, ging doch mal durch, dass die Rente nicht sicher ist, die gesetzliche Rente, dass da ein riesiges Loch entsteht. Und ist ja immer noch so. Und wenn du nicht privat vorsorgst für die Rente, also die private Rentenversicherung abschließt, bla bla bla. Ich beeile mich. Nein, alles dann hast du nachher im Alter ein Problem. Dann fehlt einfach Geld. So, und das ist dieses Rentenloch, was die damit meinen. Und die Radiowerbung war so, du hörst es ja nur, und dann sind zwei Kerle und der eine, was ist denn das? Das ist das Rentenloch. Mehr kam da nicht. Und okay. Dann AXA oder ich weiß nicht, welche Versicherung. Weiß ich auch nicht. Völlig sinnlos. Und das hat sich so in meinem Schädel eingebrannt. Ja, und seitdem... Das Rentenloch. Aber wir wollten nicht über das Rentenloch reden, über die Rente. Dass du jetzt nicht in Rente gehen willst, ist mir schon klar. Ich frage mich, bis 67 sind dann für dich noch 100 Jahre. Ja. Nein, jetzt mal ernst. Will man mit 67 in Rente gehen? Hast du vor, mit 67 in Rente zu gehen? Nein, früher. Schön wäre früher. Möchte man? Möchte man? Ja. Hat man den Plan? Hat man den Plan wirklich? Ja, Mann, weiß ich nicht, aber ich schon. Weil das Problem ist ja, dass du jeden Tag umkippen kannst. Und das war's mit dir. Das heißt, je früher, desto besser. Das Problem ist das Geld. Das ist das Einzige. So, hast du genug Geld, um dir das leisten zu können? Jetzt ist auch das Problem, es kommt natürlich auf die Branche drauf an. Wenn ich jetzt das Glück habe und ich sitze im Büro und mir kann eigentlich gesundheitlich, körperlich nicht viel passieren, außer dass ich mir einen Bleistift ins Gesicht steche und keine Ahnung. Ich denke an Happy Tree Friends. Ins Auge. Ja, aber es ist einfach so, dass man sich selber, ich denke in meinem Job, ich fahre LKW, ich muss Rollis schleppen und allem und dran. Und ich mache mir natürlich Gedanken, ob ich das bis 67 durchhalte. Ja. So. Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Also wenn du weiter so zunimmst, definitiv nicht. Alter. Breche den Podcast ab. Das geht heute gar nicht.
Schön. Das nein, aber ist man, also pass auf, ist man ehrlich genug zu sagen, ich kann nicht mehr? Körperlich, geistig, immer noch wieder ein Unterschied. Ja, das weiß ich nicht. Aber hast du eine Wahl? Du kannst ja nicht sagen, mit 50, ich bin jetzt total fertig. Doch, hast du. Pass auf, ich hab ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel jetzt natürlich im negativen Sinne. So, du denkst, du bist fit bis zum geht nicht mehr und urplötzlich kippst du um und hast einen Herzinfarkt. Ja. Bist du ehrlich genug zu sagen, ich raff mich wieder aus und mach bis 67 weiter? Oder sagst du vielleicht, mein Körper hat mir jetzt gerade Signale gesendet, der kann nicht mehr, ich versuche jetzt einen anderen Weg, vielleicht vorzeitig oder sowas. Also bist du so ehrlich, das einzugestehen? Oder sagst du dann zum Beispiel, ich muss ja. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ein guter Freund von mir hatte genau das. Der war knapp über 50 und ist Uwe. Und der hat wirklich viel gearbeitet und hatte ganz viel Stress und hat sich auch viel Stress gemacht. Ne? Aber das meiste kam vom Arbeitgeber, dieser Druck, dieser Extreme. Und der hatte dann einen richtig heftigen Herzinfarkt, wo normalerweise jeder sofort in die Kiste gestiegen wäre. Aber er ist ein extremer Kämpfer und hat das geschafft. Aber hat natürlich jetzt bleibende Schäden im Sinne von, das Herz ist nicht mehr so kräftig. Mhm. So, und hatte dann nochmal so einen kleinen Infarkt hinterher und wollte aber immer wieder arbeiten gehen, weil er auch so ein, er kann nicht zu Hause sitzen und nichts tun. Das funktioniert. Du hast aber gerade auch so dieses gezeigt, ne? Es hat auch was mit Geld zu tun. Das ist das Problem. Und du das ist das, da, klar, bist krank. Du kriegst Erwerbsunfähigkeitsrente, ne, vom Staat. Ja, genau. Und alles, du kriegst auch, was weiß ich, wenn du eine gute Versicherung hast, kriegst du dazu dann noch irgendwelche anderen Sachen. Berufsunfähigkeit. Aber es ist trotzdem nicht das, was du normalerweise kriegst, logischerweise. Das 1:1. Das, also kriegst du nie wieder. Und das Zweite ist, was machst du denn mit der Zeit? Wenn es dir nachher wieder so geht, nach allen Kuren und Rehas, dass du denkst, so jetzt kannst du wirklich wieder, hast du wirklich Lust dazu, dich die ganze Zeit vorm Computer zu setzen, zu spielen, Fernsehen zu gucken oder nur in den Garten zu setzen, Zeitung zu lesen und Kaffee zu trinken? Ja, aber sagt dein Körper dir nicht eventuell dann auch, was Phase ist? Das mag ja durchaus sein, aber da musst du natürlich das selber erkennen. Viele fangen ja dann trotzdem an, sich aufzuraffen, gerade wegen dem Geld, ne? Ja. Gerade und wegen dem Geld, weil sie sagen, von wegen, die haben ja Angst. Die haben ja Angst davor, genau, vorzeitig dann zu sagen, mein Körper will nicht. Du, soll ich dir was sagen? Es ist ja nicht mal so, wenn du irgendwas hattest wie ein Herzinfarkt, dass du krank warst, sondern Rentner ab 67, ich weiß nicht, wie viel Prozent das jetzt sind in Deutschland, 20, ist irgendeine Zahl, die ich mir jetzt aussuche, aber es sind nicht wenig, die haben definitiv noch einen Nebenjob neben der Rente. Aber überleg doch mal, wie armselig, oder? Du arbeitest 40 Jahre oder wie auch immer. Und die müssen aber, damit sie über die Runden kommen. Genau. Weil die Rente einfach nicht groß ist. Das ist das Rentenloch, was ich meine. Ja, genau. So. Und das ist schon scheiße. Ich sag mal, wenn es ein Job ist, wo du dreimal in der Woche für 4 Stunden irgendwo hinfährst und sauber machst. Und, ne, so, also aber selbst das, finde ich, müsstest du eigentlich nicht und tun. Und es ist anstrengend, ganz ehrlich. Alle sagen Putze, aber das ist ein scheiß anstrengender Job. So. Ja, natürlich. Aber wenn du keine andere Chance hast. Wir sagen aus Spaß doch teilweise auch, dass wir auf dem Sportplatz Rasen mähen für 136 Euro oder was weiß ich. Oder so 360 viel kriegst du dafür? Euro. Kannst du mich mal vermitteln? Ich weiß es nicht. Ach so. Ja, aber... Ich dachte, ich hätte ihn gesehen. Ja, nee, das ist nur Uwe, der guckt uns zu. Der Olli ist wieder da. Ach, ist das schön. Nein, aber ich finde es allgemein sollte es so sein, wenn du wirklich deine 30, 40, 45 Jahre gearbeitet hast, sollst du nicht den Gedanken verschwenden, deine Rechnung nicht bezahlen zu können und musst dir noch irgendwie so einen Job suchen. Gerade wenn du dieses gesundheitliche Problem auch teilweise hast, wo du sagst, Alter, ich hatte jetzt einen Herzinfarkt, ich liebe meinen Job, aber mein Körper sagt, es geht nicht mehr. Ja. Und du sitzt dann da und du bist gezwungen, da sträuben sich mir die Haare auf. Ja, und das ist die Ungerechtigkeit. Wo es dann das heißt, von wegen, ey... Klar, ja. Ist es so, dass, ich sag mal, wenn du... Logisch, dass wenn du in deinem Job schon weniger Geld verdient hast als manch anderer,
dass dann der Staat versucht, das so auszugleichen, dass der Fall vom Norm, so mit dem Standard, den du hattest, nicht ganz so groß ist. Mhm. Aber genau genommen ist das eigentlich relativ ungerecht, finde ich. Weil gearbeitet haben alle gleich. Der Maurer hat genauso geschuftet wie der Typ, der im Büro sitzt. Die hatten alle Stress, die sind alle, haben alle für ihr Brot selbst gearbeitet. Aber ich klinge schon wie ein Politiker. Ich wollte gerade sagen, ne, körperlich bist du doch als Dachdecker viel mehr im Arsch als im Büro hängst. Ne? Das ist nicht gesagt. Sitzen ist das neue Rauchen. Ein Kollege von mir ist vor... Ja, aufstehen. Ja, so nach, ja, aber das sagt man so. Ein Kollege von mir ist vor 3 Jahren in Rente gegangen. Hm. Und zwar relativ früh. Mit 62, glaube ich. Und der hat für sein Leben gern Golf gespielt. Aber der saß den ganzen Tag nur im Büro. Und war auch nicht sonderlich dick oder irgendwas. Hm. Der geht auf den Golfplatz den ersten Tag seines Rentendaseins, fällt um und ist tot. Herzinfarkt. Einfach so. Bürohengst. Also sag nicht, dass es weniger für den Körper weniger Stress ist. Es ist nur ein anderer Stress. Das ist wirklich so. Das ist ja. Klar, also sind die Knochen mehr hin bei einem Dachdecker oder beim Maurer, weil die belasten beim Pflasterer ja nochmal, die sind die Knie hin, jedes Mal. Zeig mal einen, der pflastert vom Büro jeden Tag, der denn wohl nicht Knieprobleme hat. Ne? Aber das meine ich ja damit. Die haben alle genauso nur auf andere Art und Weise geschuftet. Warum kriegen die alle nicht gleich viel Geld im Rentenalter? Das ist das, was ich nicht verstehe. Warum muss man. Gut, warum toleriert man das nicht? Warum sorgt man nicht dafür, dass die Leute im Endeffekt dann ihr Rentendasein auch wirklich nochmal genießen können? Ja, genau. Gut, aber denn jetzt im Endeffekt heißt es doch, du gehst in Rente und du kannst dann deine Freizeit genießen. Hier kannst du nicht, wenn du deine Rechnung nicht bezahlen kannst. Nee, genau. Und das ist eben die Scheiße, wenn du dann nochmal wieder los musst. So, und pass auf, jetzt kommt zur nächsten Frage. Wenn du dann in Rente gehst, wie funktioniert denn das? Jetzt hast du dein Haus nicht abgezahlt oder wie auch immer. Du hast eine Wohnung. Jetzt musst du vielleicht betreutes Wohnen. Jetzt bist du alt genug, sagen wir mal, für die Rente. Ja. Bei dir hoffst du natürlich, dass deine Kinder eventuell dann vielleicht für dich da sind oder du, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass du so lange was machst, wie du gehen kannst und selber machen kannst, sondern wo endet das für dich? Für mich selbst, das weiß ich nicht. Also du hoffst natürlich, dass deine Kinder vielleicht... Also der Kredit ist so angelegt in der Hoffnung, dass ich, wenn ich in die Rente gehe, er abgezahlt ist. Das ist die Hoffnung. Das ist okay. Das ist okay. Das meine ich aber auch gar nicht, sondern fürsorgetechnisch. Fürsorgetechnisch ist das offen. Jetzt stell dir ich hoffe vor, natürlich, dass sie du musst ins betreutes Wohnen. Ja. Wir haben uns letztens darüber unterhalten. Über den Pflegeheim. Genau. Und jetzt rutschst du da dann eventuell rein und du hast 40 Jahre übrigens, gearbeitet. Wollte ich noch gerade sagen, sie hat übrigens einen Pflegeplatz. Hat geklappt. Aber nur nebenbei. Wunderbar. Ja. Schön. Aber du hast, genau, betreutes Wohnen. Keine Ahnung. Ja, du bezahlst das von deiner Rente logischerweise, ne? Gibt es einen Wunsch, den du da irgendwie, also eine Wunschvorstellung, so ein Ablauf, eine Wunschvorstellung, die du hast? Ja. Wie das so läuft? So, ich denke jetzt mal in die Zukunft. Ja, also um 10 kommt zu mir eine 20-Jährige, um 11 mit 21-Jährige. Das schaffst du doch gar nicht mehr, Alter. Hör doch auf. Die bringt dir höchstens ein Bier. Ja, das geht wieder. Nichts anderes wollte ich sagen. Das Gesicht müsst ihr sehen. Meine Frau ist doch noch da. Also da, ich bitte dich. Ich habe gerade gedanklich den Wunsch gesehen. Nein, du sagst dass sie es nicht. Mehr. Doch, das ist der Wunsch. Ich möchte nur nicht mit meiner Frau zusammen in betreutes Wohnen. Ich würde lieber... Nein, ich würde lieber mit ihr die Welt erkunden. Du bist so ein... Also Charmeur, Alter. Du bist so geil, ein oder? Charmeur. Das glaube ich gar nicht, ne? Geil, oder? Würde ich auch so machen. Aber ich hätte das gleich gesagt und nicht so mit der 21-Jährigen. Das ist jetzt ist vorbei. Du hast mir die ausreden lassen. So, jetzt. Ja. Heute ist was los hier. Oh, Gott. Nein, es ist ja tatsächlich so. Carbolineum. Ist super. Carbolineum? Da kann ich nicht mit um. Kann ich nicht mit um. Auch nicht schlecht. Reim dich oder ich fress dich. Mhm. Nee. Es wäre traumhaft, so etwas nicht nutzen zu müssen. Ich glaube, es geht jedem so. So. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so richtig den Unterschied zwischen betreutes Wohnen und Pflegeheim. Gut, Pflegeheim ist Pflegestufe. Ja, doch, weiß ich schon ein bisschen. Aber man müsste jetzt jemanden haben,
der eventuell ein betreutes Wohnen ist, das, was bei mir gegenüber gebaut worden ist, betreutes Wohnen. Das sind ja nur ältere Leute. Ja, das nennt sich, guck mal, das ist Seniorenheim. Das ist wie so ein Altersheim früher zu DDR-Zeiten. Dieses Altersheim. Aber ist nicht Senioren- und Altersheim sowas, wo... Ist das betreutes Wohnen? Ich denke, das ist betreutes... Die haben ihre eigenen Wohnungen, ohne dass jemand guckt. Die haben ihr eigenes Leben? Rentner dürfen denken? Nein, also das, ich weiß es auch nicht. Also da will ich auch gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich nicht weiß, was das da drüben ist bei mir gegenüber. Auf jeden Fall nicht irgendwie sowas, wo dann Pfleger dafür sorgen, dass es denen gut geht, sondern ich glaube, die haben ihre eigene Wohnung. Hm. Das kann ja nur betreutes Wohnen sein oder sowas. Wenn du dich sonst auf deiner Terrasse, auf deinen Balkon, gucken die dann rüber? Die Balkone füllen sich. Die füllen sich, ja. Mit, Hör auf. Meine Uschi hat schon gesagt, wir können bald Bingo spielen. Ah, geil. Ah, du bist der Bingo-Master dann, ne? Nee, wir setzen uns draußen auf die Terrasse, ja, und gucken rüber. Und ich weiß selber nicht, wie Bingo funktioniert, aber sie hat mir gesagt, von wegen, wir wetten, jeder kriegt ein Abteil. Das sind ja so wirklich 30, 40 Wohnungen. Das heißt, gerade auf meiner Seite sind die Terrassen. Und jeder kriegt ein Abteil. Und überall in dem Abteil, wo ein Licht angeht oder ausgeht, das wird gewettet, kriegt jemand dann halt so einen Punkt. Alter, das ist ja eine geile Idee. Spielt mal um Geld. Macht mal 10 Cent. Ihr werdet reich. Ja. Oder du nimmst deine Uschi richtig aus. Wir haben auch ganz zum Anfang, das kommt auch von Uschi, haben wir auch überlegt, das darf ich gar nicht sagen. Nein, dann sag es lieber nicht. Nein, sag es nicht. Wir haben erst gedacht, das ist betreutes Wohnen. Ja. Aber gerade unten sitzen sie dann immer auf der Terrasse. Das sieht so aus, als wenn du da einfach mal hingehen kannst für 50 Euro oder so. Welche Farbe hat das Licht? Das Wohnzimmerlicht? Nein, es ist am Tag. Es ist noch ist es am Tag. Ah, okay. Aber ja. es sieht echt so aus. Es ist Wahnsinn, ne? Aber nee, das nur. Ja. Aber das muss nicht unbedingt sein. Aber ich bin aber, um auch mal wieder darauf zurückzukommen, ich bin auch am Überlegen in der Hinsicht. Man ist ja froh, wenn man... Rüberzuziehen? Oder also in... Doch, rüberziehe ich auch als Kerl, das sind nur Frauen. Ja, das? Und vor allen Dingen, das ist ja viel Halleluja, neuer, viel moderner, ist, die Wohnung. Alter Schwede. Machst du Wohnungshopping? Ich gehe die alle besuchen. Ja. Um 10 die eine. Wenn ich durch bin, fange ich wieder auf der anderen Seite an. So viel Kaffee kannst du gar nicht trinken. Das glaube ich nicht. Kaffee? Bier. Nein, aber jetzt trotzdem, du bist heute auch albern doch. Ich? Ach so. Ich habe auch drüber nachgedacht und ich frage mich natürlich auch, irgendwo versuchst du natürlich immer für dich selbst auch was ein Haus, Hof zu haben, damit dann die Kinder das erben können und du natürlich da irgendwo dann auch bleiben kannst. Naja. Aber ich steh da auch auf dem Schlauch, weil du willst natürlich selber den Kindern auch irgendwann mal nicht mehr auf Last liegen, weil du auch sagst, von wegen, Mensch, Kinder, ich weiß ja, wie es ist. Du durchlebst ja alles. War auch so ein geiles Thema, ne? Was ich früher gedacht habe und heute denke, das wird eigentlich vom Denken her auch weitergegeben, generationstechnisch. Ja, ja. Wie oft feiern wir denn uns, wo wir jetzt sagen, ey, wir labern wie unsere Eltern und die Kinder denken garantiert genauso wie gleich, wir damals. Ja. Könnte man auch mal aufziehen. Ich habe da auch so viele Beispiele, aber mir ist wichtig, dass meine Kinder, ich habe ja nur eins. Nee, eigentlich ja nicht. Eigentlich habe ich zwei. Anderthalb, ne? Wieso anderthalb? Weiß ich nicht. Fiel mir so ein. Ist genau der Mittelwert. Auf jeden Fall, ja, aber dass man natürlich dann irgendwo schon sagt von wegen, ey, ja, also wenn es dann wirklich nicht mehr geht von alleine. Haus und Hof muss bewirtschaftet werden. Das heißt, du kannst das irgendwann nicht alleine. Ja, genau. Wo willst du denn dann hin? Und du kannst nur dann irgendwo dahin. Betreutes Wohnen. Nee, oder jemand kommt jeden Tag, ein Pflegedienst. Kostet aber Geld. Kostet Geld, wenn du dir das leisten kannst. So, das ist natürlich die Idee dahinter, wenn du gerade Haus hast, dass die Kinder, das ist so das Wunschdenken. Aber ehrlich gesagt, heutzutage, die Kinder verstreuen sich in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in der Welt. Das kommt noch dazu. Du hast in Mecklenburg-Vorpommern Haus und Hof, hütest das, machst, tust. Alles ist gut. Und die Kinder sagen, ich habe ja keine Zukunft und zieh nach Bayern. Ja. Ja, passiert. Da bist du am Arsch. Ja, bist du nicht. Bist du ja nicht.
Was kannst du machen? Was kannst du machen? Bin ich gespannt. Du kannst das Haus verkaufen. Ja. Hast ganz viel Geld und kannst dir alles andere leisten. Fährst entweder, wie gesagt, Weltreise und was weiß ich, die ganze Zeit im Wohnmobil. Oder wenn du wirklich gar nicht mehr kannst. Springst über Bord. Nimmst das Geld mit. Und Jahrzehnte später finden sie von dir nichts mehr, aber das Geld. Nein, ich weiß es nicht. Oder du kannst dir ein betreutes Wohnen leisten. Das meine ich. Ja. Oder du kannst es dir leisten. Was ich mir nur nicht vorstellen kann, und das ist das immer, was ich so merkwürdig finde, dass du, weil eben niemand mehr da ist, weil sie zu weit weg sind oder du hast keine Kinder, dass du dann alles, was du hattest, Haushof, du kennst das ja, die Größe, im Dorf wohnen, alles verkaufst und dann in eine kleine Stadtwohnung ziehst und dann den Rest deines Lebens da verbringst, wo du eigentlich nie wohnen wolltest. Ja, so. Ja. Und das ist das, was ich so... Das ist so doch das, was ich aber auch meine. Du gibst alles auf. Ja. Für dich ist 40 Jahre Arbeiten, 45 Jahre Arbeiten, ist für Leute, die das irgendwo bestimmen, nur nichtig. Und du kommst in diese Position, wo du endlich dein Leben eigentlich genießen kannst, wo du sagen kannst, ich ruhe mich aus. Jetzt, ich würde mich auch ganz gerne mit 30 ausruhen, weil ich ganz andere Optionen habe mit 30. Ja. Diese Geräusche mit der Flasche so? Ich weiß gar nicht, warum ich das Geräusch gerade gemacht habe, aber ne, also ich kann mit 30 natürlich was ganz anderes machen wie mit 70, aber ja. Weißt du, so dieses, du ackerst wie ein Schwein und jetzt endlich sagst du dir, okay, ich gehe in Rente, weil der Staat das ja auch so will. Jetzt hast du aber geackert wie ein Schwein und die sagen, ja, du hast ein Haus, du hast einen Hof, aber du kannst es dir eigentlich gar nicht leisten, dann geh mal in eine Zweiraumwohnung. Wo du dann sagst, und da erhänge ich mich, natürlich. weil ich überhaupt nicht klarkomme. Wenn du das in der Stube machst, das erhängen, dann hängst du wieder ständig vor der Glotze. Das ist auch doof. Und nein. Bei Twitch? Landwirtschaftssimulator. Nein. Nein, aber worauf ich gebe dir komplett recht. Und deswegen ist es gut, wenn man diesen ganzen Scheiß abgezahlt hat, wenn man in Rente geht. Ja. Und dann sagt man sich, man hat nur noch die Nebenkosten. Aber das ist alles ein Plan. Ob das so kommt, das weißt du nicht. Wirst du krank? Musst du aufgeben, genau. weil so wie wir vorhin ja gequatscht haben. Das ist so dieses Ding, was planst du? Was das planst so du? Eintritt. Genau. Und was ist, wenn was passiert? Machst du weiter? Ja, genau. Oder hast du auf? Und das ist genau das Gleiche wie, du bist jung, du bist 18, du fängst an richtig zu arbeiten und hast aber Träume von deinem Leben. Und es kommt meistens ganz anders, als du denkst. Du bist mit 18 aber noch nicht so weit. So weit zu denken, weil bist du jetzt schon so weit für die Rente? Das ist ja genau das, was. Ne? Also ich glaube, dass wir uns jetzt mit unseren 27 mehr Gedanken über die Rente machen, als wie du als 18-Jähriger über Gedanken 35, 36 machst. Das kann sein, da gebe ich dir recht. Ich habe bei weitem wirklich noch nicht mit 16, 18 so weit gedacht, dass ich gesagt habe, ich habe auch alles gehabt. Lebensversicherung, Bausparer, tralala, hast du nicht gesehen und alles, komm, Butter rein. Gut, ich war beim Bund, gutes Geld verdient, tralala, aber du hast ja gelebt. Ja, so. Dafür ist das Leben ja auch da, und da oder? Denkst du aber nicht 40 Jahre weiter. Nö. Da denkst du dir nicht von wegen, ja, ich muss Absicherung wenn schaffen. Wenn du das machst, kannst du dich auch gleich einbunden lassen. Ja. Weil wenn du, sag ich nein, mal, viele machen es ja. Der Bausparer über 20 Jahre läuft bei einigen. Ja, das ist manche ja was anderes. Manche bauen auch mit 20 oder wie auch immer. Das sollen sie ja auch, um Gottes Willen. Ja, ja. Aber zu unserer Zeit, also ich kann ja noch von mir reden. Ich habe gedacht, nee. Ja, niemals. Ich hatte eine Zeit lang wirklich auch die Denke, was nutzt dir Sparen? Wenn ich morgen unterm Auto liege oder unterm LKW, dann hat das ganze Sparen nichts gebracht. Und hast du auch nicht ganz unrecht. Weißt du? Ja. So, hast du nicht natürlich fange ich an, mittlerweile natürlich darüber nachzudenken, was passiert denn, wenn? So. Aber. Ja, aber das ist natürlich auch das eine Extrem fällt in das andere. Ne? Das, was du jetzt machst, ist natürlich auch extrem. Du kannst jetzt nicht anfangen, eine Lebensversicherung aufzunehmen, damit du später, das ist dann zu spät. Jetzt sowieso. Das ist zu spät. So, aber das sind halt viele. Und deswegen jammern die Versicherungsmakler ja alle rum, mach das, mach das, mach das. Das machen sie erstens natürlich, damit sie selber Geld verdienen, aber zweitens, weil sie auch nicht ganz Unrecht haben. Vor allem mach das so früh wie nur möglich. Wie möglich. Aber erklär mal einem 18-Jährigen. Ja, den interessiert das. Sagt, soll ich dir was sagen? Finger wenn hoch. Meine Eltern das für mich nicht gemacht hätten, dann wäre mir das. Die haben das gemacht, ohne mich zu fragen. Ja. Ich zahle das jetzt weiter. Ich habe die Option gehabt, dann übernehme ich das oder nicht. Das ist auch nicht viel. Aber ich habe dann, als sie mich gefragt haben, möchtest du es übernehmen?
und weitermachen. Da war ich in dem Alter, wo ich gesagt habe, ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Danke, ja, dass ihr das gemacht habt. Total geil. Aber in dem Moment, wo sie es abgeschlossen haben für mich, niemals. Eben. Niemals. Das ist wie mit der Berufswahl. Die sitzen mit 14, 15, sitzen sie da und sollen sich entscheiden. Für was? Ja. Mitte 20, wirklich, sagt jeder, hätte ich mal das und das gemacht. Ja. Mit 16, 15 kannst du nicht dein Leben entscheiden und sagen, ich mache die Ausbildung zu dem und dem. Warum? Das Interesse ist so vielfältig und ein ganz anderes Thema, klar, aber rege ich mich heute drüber auf, wo ich sage von wegen, ey, ich habe früher nur das gemacht, was ein Kumpel von mir gemacht hat. Das ist eine Ospe. Sowas in der Art. Das ist eine Ospe. Und die ist so penetrant. Ja, ja, deswegen schlage ich hier wild um mich. Hm? Was ist hier los? Ja, keine Ahnung, Motor aus. Hm. Ja. Aber ist so eine Sache, wo ich sage von wegen, das kannst du mit 16 nicht entscheiden. Geht nicht. Ja. Ja? Wenn ich meinem Sohn sage von wegen, was willst du heute werden? Weiß ich nicht. Ich habe schon eine grobe Richtung, aber ja, entscheide dich jetzt. Ich wusste das mit 18 noch nicht. Also deswegen, das ist ganz, ganz... Und ich hätte mich mit 25, gut, ich war beim Bund, um Gottes Willen, ne, 12 Jahre lang, also von daher ist alles okay, aber ich würde mich heute anders entscheiden. Mhm. Ja, das hatten wir auch schon, ne? Hatten wir, klar. Ja, genau. So, und naja, ist egal. Es blinkt eh. Es blinkt sowieso, wir sind über der Zeit, es hört uns eh keiner mehr zu. Eben, haben alle ab. Ich sehe auch auf dem Monitor, dass immer mehr abschalten. Jetzt sind es nur noch zwei. Das sind wir. Tja, also insofern. Einer. Ich habe auch abgeschaltet. Nein, Quatsch. Nein. Ist ein spannendes Thema. Ja, finde ich auch. Ist wirklich ein spannendes Thema und natürlich kann man da immer weiter philosophieren, weil man müsste normalerweise jemanden holen, der bei betreutes Wohnen macht. Ja. Man müsste jemanden holen, der noch selbst zu Hause alles selber macht. Fragen, wie sie darüber denken. Ne? Gute Idee. Machen wir mal. Ja? Wer denn? Ja. Ich ziehe mal für 2 Wochen ein bei dir gegenüber. Nein, aber es ist mal eine Meinung zu hören von den Leuten. Das wäre natürlich interessant. Wir quatschen natürlich so, wie wir denken. Ja. Ja, ob das wirklich stimmt. Ja. Gut, Alter. Ich denke. Und das ist Schwarzenegger, oder? Warte. Cabo de Neum? Komm ich mal hier rum? Kappeln. Ah. Tschüss. Chamet, Kabuyeum. Kabuyeum? Es sind Treckerchen, die hat Motor ausgemacht und die sitzen jetzt da und saufen. Ja, das ist ein Ding. Was ist denn der los? Ich muss pinkeln. Oh, und er muss lesen. Kannst du da gehen? Pass auf, ich geh da hin, ich guck mir das mal an. Mach das. Unlängst war er im Theater, wo man Lohengrinen gab. Und am Anfang ging die Oper ohne jede Störung ab. Aber bei dem zweiten Akte, als die Bühne dunkel war, dachte er, jetzt merkt es keiner, dass ich es schon wieder war. In den Logen ward's lebendig, im Parterre stand man auf. Nach den Notausgängen stürzte jedermann im schnellen Lauf. Moral oder christliche Nutzanwendung? Bei Feuer ist und bei Gestank von großem Wert der Notausgang. Bonifatius angekommen in dem ersten Marschquartier, hat vom Locus mitgenommen ein gebrauchtes Wischpapier. Dieses schickte er im Brief sofort mit der Unterschrift des Schweins an die Frau Baronin Ziegler mit der Aufschrift Meldung 1. Moral oder christliche Nutzanwendung? Die Meldung ist an sich ganz richtig, militärisch aber gar nicht wichtig. Gute Nacht.